Sucht euer Schicksal. Nach Helheim und zurück. Schwere Bürde. Nach Archidils Urteil ist eure letzte Prüfung abgeschlossen. Aber selbst die Hallen der Tapferkeit können warten, denn erst müssen wir etwas essen. Tot zu sein macht ganz schön hungrig. Das ist doch jetzt die dritte Mahlzeit, oder? Zuerst ein Eintopf, dann mussten wir so einen Elch da hinten schlachten und jetzt will er wieder was. Kommt ja, jetzt. Ist groß. Das stimmt. Kommt jetzt und bringt den Fisch mit zum Feuer, der ist viel zu schwer, als dass ich ihn tragen könnte. Nehmt den Fisch aus Harvys Fischfass und steckt ihn auf den Speer über dem Feuer. Auf ein rasches Wiedersehen. Die Prüfungen sind bestanden, doch euer Gegner verbleibt. Moment, Valyria. Ja, dann warte ich halt auf dich. Seine korrupten Anhänger versperren die Hallen der Rechtschaffenen. Genau. Weil die reden ja meistens doch. Um den Kopf abzuschlagen, müsst ihr den Körper schwächen. Ich lasse ihn auf. Man muss die mal ausreden doch lassen, sonst hören die auf. Zuerst muss Sturmheims Retter jemand sehr Wichtigem helfen. Was redet denn so viel? Wir haben den Fisch noch. Hast du den Fisch drauf gemacht? Nö, oder? Nö. Jetzt ist der wieder weggegangen? Na gut, jetzt machen wir unseren Fisch drauf. Komm. Jetzt spießen wir den mal auf. Ach, der will das Ding erstmal braten lassen, deswegen ist er erstmal weg vom Feuer. Warte mal, jemand anders hat noch eine Quest auf einmal. Echt? Fenrich. Von Sturmwind. Warte mal, wir gucken nur, was es ist. Hallo. Von Graumähne? Ach, lol. Seid vorsichtig. Da müssen wir auch gleich gucken, weil das geht mit Sylvanas weiter dann. Das ist, gehört auf jeden Fall auch zu der Geschichte. Aber reden wir zuerst mit Harvey. Endlich seid ihr hier. Ja, eure Kochkünste werden wohl nur noch von euren Kampffertigkeiten überboten. Und jetzt mit vollen Bäuchen reiten wir nach Valhallas. Okay, da gibt's einen eingelegten Sturmrochen. 225 Meisterschaft. Also wenn da Beweglichkeit steht, dann brauchen wir das Rezept, gell? Weil, ich weiß nicht, das brauchen wir auf jeden Fall. Vor der Pforte der Tapferkeit. Zwar ist es euch vorbestimmt, die Hallen der Tapferkeit zu erobern, aber der Gottkönig mit seinen Dämonen und seiner Verschlagenheit schändet die heiligen Treppen und macht euch diesen Anspruch streitig. Eure Drachenverbündeten sind zur Verteidigung der Hallen geeilt, aber sie benötigen eure Unterstützung. Die Frikul haben den Anführer der Sturmdrachen gefangen genommen, der euch als Vetir bekannt ist. Befreit euren Drachenfreund Champions und fegt die Teufelsgorn von der Pforte der Tapferkeit. Im Lager der Teufelsgorn. Folgt eurer Bestimmung. Machen wir. Jetzt können wir mit Fenrich Wort reden. Grüße. Banshee fangen leicht gemacht. Der komisch redende Frikul hat mir gesagt, dass ich euch hier treffen könnte. Ich habe Befehle von Graumähne. Anscheinend hat er Hinweise auf den Aufenthaltsort von Sylvanas. Er hat ein Lager am Fuße des Berges aufgeschlagen. Allerdings hat es Probleme gegeben. Offensichtlich rückt die Horde auf unsere Position vor. Ja, jetzt mal was anderes, Valyria. Haben die eigentlich schon gesagt, dass das Graumähne wieder zurück ist, oder ist das jetzt auch die Nachricht? Der war doch verschollen irgendwie. Nee, der war doch in dem Zelt. Von K.O. Wo war das nochmal? Ja, als wir aufgewacht sind, dann war er in dem Zelt drin. Deswegen dachte ich, er wäre tot, aber dann war er da drin. Nur halt K.O. Ah, okay. Ja, wir könnten eure Hilfe gebrauchen. Ihr könntet ruhig meinen Greifen nehmen. Sagt mir einfach Bescheid, wenn ihr zum Aufbruch bereit seid. Sprecht mit Gen Graumähne in der grauen Wacht. Man sieht sich. Ja, okay. Ist das jetzt irgendwie alles... Nee, das ist eines ganz woanders, gell? Doch, das ist in der Nähe. Die vor den Pforten der Tapferkeit... Das ist eigentlich ganz in der Nähe von dem, wo wir das andere hingehen sollen. Aber eigentlich... Wir machen jetzt vor die Toren der Tapferkeit. Auf jeden Fall. Und wir reiten da auch hin. Das ist direkt um die Ecke, Valyria. Da brauchst du auch keinen Greifen nehmen. Jo. Vor der Pforte der Tapferkeit. Weil da sind wir ja schon mal hingegangen. Das war mit Melles Schattensang. Da haben wir vor denen auch gekämpft. Das war, glaube ich, auch dieser. Ja, das ist es ja eigentlich auch. Was gibt's denn hier noch für einen? Isel der Hammer. Naja. Und ist sie direkt hier? Nee, ich glaube, der ist irgendwo da unten, gell? Ich glaub's auch fast. Ich glaub's auch. Wir gehen weiter hier auf diese Brücke.
Jo. Die Kriegsbasis der Teufelsgorn. Also wir müssen diesen Drachen finden. Ach, der ist in dem gleichen Lager wie Melis oder was? Echt jetzt? Doch, ja, guck doch. Melis war doch hier eingesperrt und hier ist auch der Drache. Weht hier. Ich werde mich nicht beugen. Ich glaube, ich hätte ihn sogar schon gesehen. Der Sturm entfesselt seinen Zaun. Aber das ist ja das Gesicht eines Freundes in einem Meer von Feinden. Wir sind hierher gekommen, um die Hallen der Tapferkeit zu verteidigen. Sie haben mich vom Himmel geholt. Ich kann aus diesen Fesseln nicht ausbrechen. Findet den Kerkermeister, der diese Zelle eingerichtet hat. Bitte befreit mich, mein Freund. Sammelt den Splitter des Kerkermeisters von Travax ein und befreit Vethir. Fürchtet nicht den Sturm. Okay. Da vorne ist er. Direkt um die Ecke. Da ist auch ein Schatz bei ihm, Valyria. Direkt. Drachen und ihre Schätze. Beim Drachen ist auch ein Schatz? Oder was? Ja, so ein Tick da vorne, oder? Wo hast du es? Nee, eigentlich ich seh's noch nicht. Beim Travax hier. Komm, wir gehen zum Totenkopf. Das ist der, dem wir auch den Schlüssel abnehmen sollen. Ah, jetzt bin ich schon wieder immer noch Tank. Lass mich gleich mal rumskillen. Das ist als DD-Marsch auf jeden Fall mehr Schaden. Genau. Habe ich nicht das Gefühl. Das kommt immer drauf an, aber ich habe hier noch dieses Ding, was ich reinmachen muss. Oh, das sieht jetzt viel besser aus. Das habe ich eigentlich auch nicht mal ein Relikt als Tank. Ich habe ja vorher 0 gehabt, ja. Und jetzt habe ich mal 1. Das hat jetzt unheimlich viel gebracht. Hey, 1. Juppie. Komm her, Travax. Was ist denn der her? Dina. Ein Splitter des Kerkermeisters. Nichts heißt halt das. Der Kerkermeister hat den Schlüssel. Mögen die Winde euch tragen. Ach, wir müssen das an der Seite zerstören hier erstmal, oder? Dieser Dämonenkreis gleicht denen, die Skovald bei seinem Versuch benutzen, bei seinem Versuch benutzt hat, die Drachen der Torignir von Thoringshorn zu versklaven. Er scheint zu mächtig zu sein, um ihn auf normale Weise brechen zu können. Benutzt den Splitter des Kerkermeisters. Endlich. Es scheint, ich schulde euch ein weiteres Leben. Yep. Ich stehe euch zur Seite. Ihr versteht es immer noch, mich zu überraschen, Fremder. Eure Prüfungen sind vorüber und dennoch müsst ihr weitere Herausforderungen meistern. Die Truppen des Gottkönigs sind zahlreich, aber die Waffe in eurem Besitz birgt die gesamte Macht Sturmheims in sich. Wenn ihr euch den Toren nähert, wird diese Macht die Feinde des Landes in die Knie zwingen. Und jetzt lasst uns den Gottkönig angreifen und die Pforte der Tapferkeit von seiner verderbten Aura befreien. Eindämmen der Flut. Skovald und seine dämonischen Verbündeten haben die Pforte der Tapferkeit geschändet und seine verderbten Mystiker haben Portale errichtet, um seinen teuflischen Verbündeten aus verseuchten Welten Zutritt zu verschaffen. Wenn wir die Flut dieser Feinde eindämmen wollen, müssen diese Portale verschlossen werden. Ich werde meine Verbündeten zusammenrufen. Nehmt dieses Horn und blast Alarm, wenn ihr ein Portal gefunden habt. Dann werden wir aus der Luft zuschlagen. Das sturmgeschmiedete Horn, um 3 Dämonenportale bei der Pforte zu vernichten. Fürchtet nicht den Sturm! Die das Rückgrat brechen. Um seine verderbten Truppen anzuführen, hat der Gottkönig mächtige Dämonen zu seinen Leutnants ernannt. Wenn wir den Angriff beenden wollen, müssen ihre Anführer ausschalten. Für Normalsterbliche sind diese Dämonen viel zu mächtig. Euch aber steht die Macht Sturmheims zur Verfügung. Sie werden keine Chance gegen euch haben. Schaltet sie aus, um Skovals Kommandostruktur das Rückgrat zu brechen. Gasseret, Karos, Muak und Ravantes. Die Winde euch tragen. Wow. Der hat uns jetzt verdammt viele Aufträge gegeben. Ey Leute, ich habe ganz vergessen, den Schatz hinter ihm zu holen. Oh Mann. Ja, mal los.
Dazu sind ganz viele, ganz schöne eigene Aufträge gegeben. Wir müssen insgesamt 3 Portale zerstören. Oh, was ist das denn? Das ist dieses Wassermount. Komm, ich gehe, komm auch mal angeritten, ey. 4 Leutnants und 3 Portale. Oh, wer den der hier schläft. Diener, ja, lass den schlafen. Oh, was gibt's denn hier für eine epische Musik hier? Spalter der Teufelsgorn. Aber wir sind hier nicht ganz alleine. Ruf die Helden aus Helheim vorbei, die Randschulen und allen Gegnern in Linie 40. Lol, guck mal, wir können dieses Horn von Helheim die ganze Zeit benutzen. Wir sind komplett nicht alleine. Hier gibt es auf jeden Fall irgendwie einen Murk oder so. Komm, ich ruf mal das Ding. Ich stürme einfach alles an. Ach, hier ist dieser Murk. Wow, ey, jetzt kommen sie aber alle. Ich ruf, glaube ich, mir wieder Verstärkung. Nutzt es auch immer. Ich hol mal die Mutter. Ihr habt mich gerufen. Ach, stimmt, die haben wir ja auch hin. Euer Wunsch ist mir Befehl. Kommt die mal? Ruf des Sturms. Wir haben hier verschiedene Rufe, gell? Ja. Zusammen mit dem Horn von Helheim. Das wechselt sich so ab, ey. Gehen wir einfach so hier so weiter, Valyria. Okay. Ja, ich geb dir mal wieder hier das Mond, dann... Das ist ganz klar. Die können ja weiter trainieren. Ja, stellen uns ja nicht. Nö. Ah, hier ist so ein Portal. Da können wir, da müssen wir den Drachen rufen. Und hier ist Rakuras. Ja, der kommt genau richtig. Kommt, stürmt den an. Dann kann ich jetzt wieder das Horn rufen. Das ist schon lustig, ey. Wir kämpfen auf jeden Fall nicht alleine. Wow, der hält aber schon einiges aus hier. Ja. Komm, dann kriegt er nochmal einen Ruf des Sturms. Schleudert einen Blitz. Haben die Drachen das eben schon getötet hier? Ja. Ich habe die gar nicht richtig gesehen. Dann muss man beim nächsten Mal mal gucken. Haben die ja so angeflogen oder was? Ich habe die gar nicht richtig bemerkt. Vielleicht, wenn ich rausgezoomt hätte. Da ist der nächste. Guck mal da hinten auf Totenkopf. Reiten wir einfach durch, weil wir haben hier so viel Verstärkung. Da brauchen wir die anderen gar nicht beachten. Hier ist auch das nächste. Das mit dem Drachen machen wir erst, nachdem wir den hier down haben. Damit ich es mal sehen kann. Oh, das betäubt die auch, gell? Ihr habt mich gerufen. Ja, ja. Ihr habt mich gerufen. Nochmal das Horn rufen. So, den hätten wir jetzt auch. Ich glaube, jetzt rufe ich mal die Drachen für dieses Portal. Nee, wir sind außer Reichweite. Ich habe auf einmal was anderes. Wächterkugeln. Irgendwie, ja, was waren das hier mit Wächtern? Boah, fuck, die machen ganz schön viel Schaden. Ich muss wieder den Mondstrahl machen. Nochmal ein Sturm. Ich muss auch nochmal einen Sturm rufen. Okay, jetzt können wir mal die Drachen rufen, ey. Jetzt mal gucken, wie das aussieht, ja. Wehtier rufen. Keine Gnade für alle, die diese Lande besuchen. Okay. Die kommen einmal kurz angeflogen. Ach, von da oben. Ja, ja, die kommen mal kurz angeflogen und dann hauen die alles weg. Jetzt haben wir nur noch Raf. Gehen wir mal hier an die Seite, Valyria. Mhm. So, hier gibt es noch das letzte Portal. Irgendwo gehen wir einfach mal runter. Jetzt rufe ich erstmal die Drachen.
Es kommen immer mehr Dämonen. Es muss eine weitere Quelle geben. Ja, aber uns fehlt noch diese Rabatess. Kannst du den irgendwo sehen? Nee. Muss eigentlich irgendwo vor uns sein, oder? Ich sehe den auch gerade gar nicht, ey. Ich mach jetzt mal gerade die hier platt. Das geht ja so schnell. Ja, aber irgendwo muss er doch hier sein. Boah, von diesen kleinen Portalen kommen auch immer mehr von diesen kleinen Viechern raus. Wir hauen ab. Wo kann der sein? Ich ignoriere die jetzt mal, ey. Wo ist dieser Rabatess? Das reicht mir auch gerade. Was soll der denn sein? Ach da, der hat sich irgendwie nur versteckt. Dann kriegt er erstmal so einen Wächterkugel ab, fügt allen Heiligschaden zu. Da haben wir den letzten. Der hätten wir lange suchen können, Valyria, hä? Ja. Okay. Ich guck gerade mal, da vorne ist direkt auch irgendwie nochmal so ein Schatz. Von links. Direkt hier. Ich glaube hier in der Ecke bei denen hier. Guck mal. Ja, ich sehe ihn. Die kriegen nochmal so ein Horn ab. Nehmen wir mit. Wenn es einfach so da rumliegt. Oh, hier vorne geht's aber auch ab. Was sind denn das für Wächter hier? Steinwerkwächter. Der Sturm entfesselt seinen Zaum. Wir dürfen nicht zulassen, dass Gowald diesen Abschaum in die Hallen der Tapferkeit führt. Das verstehe ich nicht. Die Portale sind geschlossen und dennoch greifen Skowalds Dämonentruppen weiter die Tore an? Wir müssen herausfinden, wo sie herkommen. Fürchtet nicht den Sturm! Nach dem Tod der dämonischen Anführer werden die Truppen des Gottkönigs auseinanderbrechen. Und trotzdem sind wir hier noch nicht fertig. Solange die Dämonen weiter die Tore angreifen, ist Sturmheim noch nicht gerettet. Mögen die Winde euch tragen! Sturmheims Rettung. Augenscheinlich waren die Portale, die wir hier zerstört haben, nicht die einzigen ihrer Art. Von oberhalb der Pforte der Tapferkeit dringen weitere Dämonen ein, beschworen vom Gottkönig selbst. Skovat kann ich allein nicht besiegen. Kommt mit mir, Champion. Lasst uns den Kampf mit ihm aufnehmen und diese Bedrohung ein für alle Mal beenden. Für Sturmheim. Besiegt Gottkönig Skovat bei der Pforte der Tapferkeit. Nehmen wir an? Ja, auf jeden Fall. Jetzt. Fürchtet nicht den Sturm. Also müssen wir mit dem fliegen? Bringt mich nach oben. Wetir. Okay, bringt mich nach oben, Wetir. Lasst uns Kovals Schergen ein Ende setzen. Ein für alle Mal. Einmal ganz nach oben. Nette Aussicht. Ja. Ich guck auch schon die ganze Zeit so ein bisschen rum. Sieht cool aus. Okay. Hier sind wir jetzt hier. Jetzt wird zart beseitigt. Mit Höhenangst. Alles okay bei dir, mein Schatz? Ja, guck mal runter. Boah, das geht richtig runter, gell? Also in Spielen macht man das ja nichts aus, aber in echt, wenn ich hier so stehen würde, guck mal, wie tief das geht. Okay. Gottkönig Skovald, ich glaube, wir müssen wohl ein bisschen warten. Mal gucken, wann er kommt. Dann geht's weiter. Ach, da ist er. Schau an, schau an. Der Horde-Trollmagier, der will. Ich weiß nicht, was er gesagt hat. Verstehen können wir den nicht. Nee. Wir können aber kämpfen. Wir können kämpfen.
Auf ihn! Glaubt nicht, ihr hättet eine Chance, nur weil ihr es bis hierher geschafft habt. Ihr seid ein Nichts. Ein Nichts! Falsche Richtung gelaufen. Meine Streitkräfte sind endlos! Vernichtet diese Würmer! Teufelspiercher. Gut, dann rufe ich nochmal den Sturm. Guck mal, der gibt hier alles. Tausende Welten erobern! Guck mal, was der hier alles ruft, Valyria, ey. Ja. Mann, jetzt hat er da drüben wieder einen Haufen gerufen. Ein Trupp der Freukelsbomben. Was hat er da eigentlich dafür Buff? Immun gegen Schaden? Ey, solange er dieses Ding da hat, das bringt nichts. Ich muss die hier zerstören mit dem Teufelsschild. Wenn der grün leuchtet, dann kriegt er keinen Schaden, gell? Komm, dann kriegt er wieder einen Ruf des Sturms. Betäubt wird er zwar nicht. Genug! Ich bin es leicht! Was macht er jetzt? Runtersprung. Oh. Ich glaube, weht hier. Aegis wird mir gehören, ihr Narren! Und ihr könnt nichts dagegen zu tun, Champion. Kehren wir zu Havi zurück. Dämonische Bindung. Das hat uns einfach mal kurz betäubt und weggeflogen. Ich stehe euch zur Seite. Skovald mag entkommen sein, aber der Sieg ist trotzdem unser. Dank euch werden seine Dämonen Sturmheim nicht länger plagen können. Lasst uns zur Pforte zurückkehren. Ich glaube, dass Havi sich bei euch bedanken möchte. Okay, bringt mich zur Pforte zurück. Fürchtet nicht den Sturm. Die dämonischen Verbündeten des Gottkönigs gefährden Sturmheim nicht länger. Nun müsst ihr Skovald in die hohen Hallen folgen. In die hohen Hallen. Ob das wieder ein Dungeon ist? Kann ich mir gut vorstellen. Naja. Aber dann haben sie hier in Sturmheim aber nicht wirklich, so die Cutscenes eingebaut, wie wir sie bisher hatten, gell? So in Valshara vor allem, oder? Ja, stimmt. Also, aber, was nicht ist, kann ja noch kommen. Ja, das stimmt, aber wenn sie uns jetzt ins Dungeon schicken... Schauen wir mal. Ich habe euch erwartet. Oder das kommt, wenn wir das andere machen, gleich mit Gen, Graumene und Sylvanas. Ja, oder so. Sturmheitsrettung. Es ist bedauernswert, dass der Gottkönig entkommen ist, doch durch seine Niederlage kommen weniger Legionstruppen nach Sturmheim. Die Hallen der Tapferkeit erwarten euch. Ach, eigentlich sollen... Stimmt, wir sollen doch jetzt eigentlich den Säulen der Schöpfung hier bekommen, ja? Das war doch die Aegis. Ja, stimmt. Oh, hier kriege ich das zweite. Ein eisernes Artefaktrelikt. Was brauche ich jetzt für eins? Das habe ich nochmal frei. Oh. Okay, wieder auf die D-Gespeckt. Jetzt sehe ich auch, ich brauche auf jeden Fall ein eisernes Artefaktrelikt. Was ist das? Das ist ein Arcanes. Was macht das überhaupt? Parierchance. Was macht das? Aura des Schmerzes. Eine Stufe, okay. Und das hier, Seelenspalte, heilt euch um zusätzliche 3%. Oh, das ist ziemlich gut. Das ist eigentlich die beste Reliktart, die man als Tank bekommen kann. Einfach sich noch stärker machen, dass man nicht so schnell verreckt. Und Eisen brauche ich sowieso. 793, das ist super. Die Aegis sichern, genau. Das ist nämlich der Säule der Schöpfung hier in Sturmhain. Die Teufelsgorn mögen am Boden sein, aber der Kopf der Bestie regt sich noch. Der Gottkönig ist immer noch hinter der Aegis her und jemand muss ihn aufhalten. Ihr habt schon so viele Prüfungen gemeistert. An diese hier dürft ihr nicht scheitern. Stellt die Aegis sicher und wenn ihr Skovald dazu jeden Knochen einzeln brechen müsst. Die Hallen der Tapferkeit erwarten euch. Besiegt den Gottkönig Skovald und sichert die Aegis von Akramar. Oh, dann auf bald. Eine große Schlacht.
ein großer Champion. Ja, ihr seid würdig. Mann, das ist schon ein bisschen episch. Und sag mir jetzt, das ist ein... Was macht er jetzt? LOL? Betretet die Hallen der Tapferkeit, Champion? Dort wartet Ruhm jenseits eurer Vorstellung. Nein, Valacha. Er ist Odin? Er ist Odin? LOL? Ja, sag ja. Ist ja interessant. Kennt man, dass es wie lange hat. Lass mich mal jetzt das Relikt reintun. Also bei Relikten kommt es wirklich nur auf Item-Level drauf an. Das ist halt gut. Ist halt so. Ich habe jetzt momentan 778 bei meinen Kriegsklingen. Jetzt mache ich das rein. Und dann bin ich auf 806. Wow. Das sind ja 28 Gegenstandsstufen höher. Wie sieht es denn mit meinen, mit den anderen Kriegsklingen mittlerweile aus? 795 und die sind 806. Jetzt habe ich bessere Kriegsklingen als Tank. Als mit meinem DD, Valyria. Nur durch die Relikte jetzt, gell? Die Relikte sind sau wichtig. Also, man muss einfach welche haben. Ich habe halt keine gehabt. Jetzt sieht es ganz anders aus. Aber ganz anders. Ich scroll, tue auf jeden Fall. Boah, das Odin ist ja. Pff. So, was geht mit dem ab, ey? Den kann ich mir gar nicht angucken, so groß ist er, gell? Erzählt mir von euren Kämpfen. Der hat doch fast alles mitgemacht. Gehen wir weiter, Valyria? Ja. Würde ich nur mal sagen. So, die nächsten Relikte. Ah, guck mal, hier ist ein Versammlungsstein. Okay. Aber hier, was ist das für ein Tor? Ja, die Aegis sichern ist auch ein Dungeon. In den Hallen der Tapferkeit. Ja, cool. Dann wissen wir eigentlich, was wir machen. Was wir machen und das nächste Mal. Und wir haben immer noch die Quest mit Gen Graumene und Fürsten Sylvanas. Aber sollen wir die vorher machen? Och, keine Ahnung. Schauen wir mal. Schauen wir einfach beim nächsten Mal. Und Leute, wir... schauen dann einfach mal. Ja. Ciao. Ciao. Bis sich unsere Pfade wieder kreuzen.